Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Hey Leute, herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ja, ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Ich glaube, ich muss nicht allzu viel erwähnen zum Spiel. Ja, ich habe schon mal gestartet, ne? Deswegen kann ich hier fortfahren, um zu gucken, wie alles läuft. Das braucht, ist auch ziemlich hungrig, das Spiel. Ziemlich leistungshungrig, deswegen muss ich die Grafiken so ein bisschen anpassen. Sollte aber trotzdem ganz schön ausschauen und ja. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal ein neues Spiel. Ich weiß noch nicht, ob ich das, wie lange das Let's Play gehen wird, weil, ehrlich gesagt, bin ich, was solche Spiele betrifft, auch noch ein bisschen neu. Ich dachte mir nur jetzt, irgendwie habe ich das gesehen und hat mir irgendwie gefallen, also dachte ich, ich probiere es doch einfach mal aus. Es wird auf jeden Fall schon ein paar Folgen geben, ne? Ich kann nur nicht versprechen, dass ich jetzt irgendwie 150 Folgen davon machen werde oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß, dass es sehr lange gehen soll. Ja, wie gesagt, ich weiß ja selber noch nicht genau, was für ein Spiel das eigentlich ist. Also schon irgendwie. Naja, ich drücke mal ein neues Spiel, bevor ich jetzt hier. Ja. Ja. So. Und jetzt halte ich mal die Klappe.
Gott segne. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. So, Quest begonnen, unerwarteter Besuch. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Ah, keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Okay. Ah, okay, wir können jetzt Redekunst, Agilität oder Vitalität oder Stärke. Das heißt, somit legen wir auch fest, was wahrscheinlich wirklich passiert ist, denke ich mal, oder? Weil das kann ich natürlich nicht wissen. Redekunst ist eigentlich ganz gut, ne? Agilität, Vitalität, Stärke. Ich mach mal Redekunst. Das ist eigentlich... Ich weiß noch von Fallout. Ich weiß, das ist was ganz anderes, aber da war das immer ganz nützlich. Deswegen nehme ich das jetzt mal. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. So, wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Ist das jetzt auch noch? Ach, die ersten zwei Auswahldinger, ne? Also, nicht die ersten zwei wahrscheinlich, sondern die ersten zwei, Heißt das, ich lege da jetzt noch einen zweiten Punkt fest? Vielleicht noch Agilität? Ach, warum nicht? Nein! Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Gut, vielleicht hätte ich doch das andere nehmen sollen. Ich glaube, das können wir alles besprechen.
weil ich habe ja schon mal angespielt, ne? Wie gesagt, da habe ich das schon gesehen. Ich glaube, das können wir alles besprechen, deswegen frage ich erstmal, waren meine Freunde hier? Haben Matthias und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Ja, was soll ich denn da jetzt nehmen? Ich nehme einfach mal... Du tust ihnen Unrecht, das ist irgendwie so gemein. Ich nehme mal das. Matthäus und Fritz sind keine Saufbolde. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Und wenn es mich wirklich stören würde, hätte ich es längst unterbunden. Ich war auch einmal jung, weißt du? Und dein Vater war auch nicht gerade ein Engel, als er in Kuttenberg war. Okay. Keineswegs war er das. Du glaubst mir nicht? Frag ihn. Das werde ich. Jetzt bist du ein Mann, Heinrich. Und es ist an der Zeit, sich wie einer zu benehmen. Gestern hast du deinem Vater versprochen, ihm in der Schmiede zu helfen. Wenn du dich ab und zu nützlich machen würdest, würde mich deine Herumtreiberei auch nicht so stören. Okay. Ich frage mal direkt das nächste. Kann ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. So. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ah, das geht ja auch. Ich probiere gerade mit dem Mausrad, das geht auch, das ist schön. So. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Okay, dann beenden wir jetzt mal das Gespräch. So. Du bewegst dich mit WASD und kannst auch Spurten, Umschalt und Sprinten, Leertaste und Gehen, Feststelltaste. Er lässt sich in der Welt interagieren, du kannst blablabla. Ja. So, das habe ich auch schon gesehen. Guck mal, das sieht richtig gut aus, ne? So, ich nehme mal hier die Brötchen. Das Brötchen, okay. Huch, oh nein, oh. Oh. Das kenne ich noch sehr gut aus Fallout 4, dass man sich dann, oh. Dass man sich dann aus Versehen immer hinsetzt. So. So, nehmen wir ein bisschen was zu essen mit, weil wir haben offensichtlich einen so ein Dingens, also so ein Hungersystem hier. Das heißt, man sieht das auch unten neben der Lebensleiste. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie das funktioniert. Ich habe es ja wie gesagt, habe ich es auch schon mal angespielt und dann habe ich das schon gesehen. So, ich gleich hier mal alles, ne? So, und, auch Käse, lecker, nimm mit. So, da habe ich das schon mal angespielt und, habe ich gesehen, ich weiß wie gesagt noch nicht, wie es funktioniert. Ich schätze mal, wenn, das sieht ja jetzt so aus, als wäre es viertels voll irgendwie, wahrscheinlich, wenn das voll ist, dann sterben wir oder so vor Hunger. So, ich guck mal hier rein. Und was haben wir denn hier? Haben wir vielleicht auch noch was zu essen da tatsächlich? Huch, nein, hä? Moment. Was ist jetzt? Rote Beete? Wo? Hab ich hier... Ist hier irgendwie... Hä? Aha, oh, okay. Ich nehme die wohl alle mit. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob wir Inventarplatz haben, also wie viel Inventarplatz wir haben, ob wir unendlich was mitnehmen können, das glaube ich nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Zwiebeln, oh ja, die esse ich auch immer ganz gerne roh. So, die lasse ich einfach mal da. Ich denke, wir haben genug zu essen und ja, gehen wir mal raus. Ich weiß, ich könnte jetzt hier ins Inventar gehen, einen Moment. Kann ich schon mal zeigen. Dann kann man hier auf den Apfel und dann halten und dann isst man das. Aber es gibt auch hier draußen was zu essen und dann esse ich das lieber mal. Dann verschwende ich nämlich kein Inventar. Also verschwende ich nichts im Inventar, so meine ich das. So. Nom, 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 nom. So. Ja, jetzt ist die Anzeige weg unten. So, wir können nochmal reden.
Was benötigst du, mein Sohn? Ach so. Oh, okay. Da gibt's aber nichts Neues. Alles klar. So. Wir können uns hier mal so ein bisschen umgucken. Hier gibt's allerdings nicht viel. Also, ich dachte eigentlich, hier ging's irgendwo lang, aber hier geht's nur darum. Da kann man aber so ein bisschen hier lugen, ne? Warte, da kann man doch auch hier raus. Ja, da sieht man sehr viel. Also, was man sieht, das sieht schon mal ziemlich geil aus, ne? So. Und wir sollen unserem Vater helfen in der Schmiede. Wir können allerdings auch ins Dorf, das habe ich schon gesehen. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Dorf und dann gehen wir unsere Pflichten erledigen. Erstmal der Spaß und dann das Vergnügen und dann die Arbeit. So. Macht Sinn, ne? Oh, verdammt, dann muss ich hier durch. Alles klar. So, da ist Wäsche. Kann ich die nehmen? Nee. Hätte ja sein können, dass das irgendwie Rüstung ist dann oder so. So, und da unten ist das Dorf. Da gehen wir einfach mal hin. Da ist unser Vater. Ich habe auch schon mal geguckt. Also ich bin so ein bisschen rumgelaufen. Ne? Da, man kann offensichtlich noch nicht da hinten rein in die Burg. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil wir das untere Volk sind, schätze ich mal. Oder ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht allzu viel über das Spiel. Bist du hier, um zu kaufen? In der Tat. Sonst hätte ich bald nichts, um Erz zu schmelzen. Und der König bekäme sein Silber nicht. Haha! Welchen König meinst du, Meister Tobias? Den, der in irgendeinem gottverlassenen Kerker hockt? Oder den, der den Schlüssel dazu hat? Das sind wahrlich seltsame Zeiten, Havel. Seltsam und schlecht. Aber da ich unserem Lehnsherrn Herrn Ratzig diene, kennst du die Antwort. Wohl wahr. Aber wohin wird Herr Ratzig das Silber bringen? Wohl kaum nach Kuttenberg, nun da die Bürger dort vor Sigismund das Knie beugen. Zum Glück ist das nicht meine Sorge. Womöglich behält Herr Ratzig es in der Burg, bis diese unglückliche Geschichte ein Ende nimmt. Ich hoffe nur, Sigismund dürstet es nicht auch nach unserem Silber. Da sind wir schon zwei. Aber zurück zum Geschäft. Ich brauche 3 Wagenladungen. Wie ich sehe, arbeiten deine Leute hart. Du bekommst sie morgen. Sollen wir auf den Handel anstoßen? Mit Freuden, mein Guter. So, okay. Kohle, wir können mit dem reden. Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Handlanger. Ich bin beschäftigt. Wenn du Kohle willst, okay. Rede mit meinem Handlanger. Ist er das, oder was? Helfer des Köhlers. So, nu? Hä? Hab ich jetzt irgendwas gestartet oder was? Schönen Tag. Achso. Hallo. Lass uns handeln. Ach, wir können es uns ja mal angucken, ne? Ist wahrscheinlich ein bisschen früh, weil ich glaube nicht, dass wir Kohle haben, oder? Also Geld, weil bei dem können wir ja. Klar haben wir keine Kohle, aber ich meine jetzt Geld, ne? Du zahlst 0. Ja, das mag ich immer ganz gerne. Dein Vermögen ist auch nur. Ah, okay. Ja, wir haben nichts. Das Inventar finde ich auch sehr cool mit dem, mit den 2 Platten hier. Ne? Das ist irgendwie geil. So. Du hast entdeckt Händler. Alles klar. Sei gegrüßt, Heinrich. Hallo. Händlerin. Da können wir auch mal reingucken. Da sind jetzt, ja, vor allem Essen hier, Wein, Zwiebeln. So. Ja. Selbst wenn es umsonst tät, wäre es noch zu teuer. Scheiße. Da wollte ich auch was von ihm machen lassen. Bei wem warst du dann? Raimund. Er verlangt nicht viel und leistet gute Arbeit. Hör auf meinen Rat und geh zu ihm. Ich behalte es im Kopf. Okay. Schneider. Ach, Schneider. Darum ging's, oder was? Alles klar. Du hast entdeckt Schmied. Also, wir können jetzt hier ein bisschen rumlaufen und gucken. Matt. Das ist aber stehlen, ne? Ja, da müssen wir jetzt eh halten. Da könnte ich das nehmen. Habe ich auch schon mal gemacht beim Antesten. Und dann kommen hier die Wachen auf dich zu und verprügeln dich. Das ist auch ganz toll.
Ja, ich werde jetzt nicht mit jedem Händler interagieren. Das wäre, glaube ich, ein bisschen lange dauern. Was? Schon etwas ausgesucht? Bloß ein Herr Heinrich. Das wäre alles für heute. Und etwas Wechselgeld. Danke. Cool. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Augenblick. Ich schaue mich eben jetzt, wo ich es sehe, das da. Ja, das reicht. Dein Wechselgeld. Dank für deinen Einkauf. Das Wechselgeld wird immer telepathisch übertragen, ne? Nee, das hat aber keiner gemacht. Das reicht. Und etwas Wechselgeld für dich. Danke. Heinrich. Echt cool gemacht. Huch. Hallo. Das ist... Danke. So viele Details hier. Und Gesundheit, Heinrich. Dir auch, wer auch immer du bist. Was möchtest du erstehen? Ich brauche ein bisschen Grundbedarf für zu Hause. Ja, mehr brauche ich nicht. Hier, dein Wechselgeld. Okay, ja, wir können uns jetzt angucken, wie hier die Leute Zeug kaufen, aber... Mit dir, Heinrich. Mit dir auch, ja. Wer auch immer du bist. So. Das ist wahrscheinlich privat hier, ne, oder? Nee, anscheinend nicht. Es gibt nämlich auch Privatbereiche, aber hier ist wohl öffentlich. Das ist ja cool. Sind doch irgendwo Pferde? Ist doch ein Pferdestall, oder nicht? Okay, so, da geht's auch noch... Aha, was ist hier? Ist das nur ein Garten oder was? Das ist ja riesig hier. Mhm. So. Ach, guck mal, jetzt habe ich, glaube ich, auch tatsächlich mehr Ausdauer, als wo ich angespielt habe. Mit dir auch. Wo ich angespielt habe, ging meine Ausdauer, glaube ich, schneller leer. Guck mal. Nice. So, da kommen wir wahrscheinlich nicht raus, ne? Also noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im ganzen Spiel hier in dieser Ortschaft bleiben. So. Alles klar. Ja, soll ich dann mal in die Schmiede gehen? Werkzeuge und Helferlein. Alles für Haus und Hof. Ja. Im Baumarkt. So, ich weiß nicht, ob ich dann schon in die Schmiede gehen soll oder was ich noch so ein bisschen umgucken wollen. Ich weiß nicht. Ach, schön. Echt schön gemacht. Cool. So. Ja, ich würde... ja, wir werden auf jeden Fall von allen Damen hier gegrüßt. Irgendwie Männer grüßen uns gar nicht, glaube ich. Oder kaum. Ja, überall wird man hier von Damen gegrüßt. Ja? Ob das so seine Gründe hat, man weiß es nicht. So. Wir können jetzt echt sehr lange sprinten. Hör, was ist jetzt? Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas gestartet. Oh oh. Das wollte ich nicht. Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst aus seinem Mittelheim. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Einfach hindern, wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Kümmern mich bitte die Österreicher. Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon... Hör auf mit der Blasphemie! Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen.
Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzis Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dumm zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Können wir es jetzt selber entscheiden? Es ist ja auf jeden Fall sehr, sehr reif, was die da gerade vorhaben. Also das ist von Reife gar nicht zu übertreffen. Nein, danke. Nicht, dass ich den Deutschen keine Lektion erteilen wollte, aber ich habe wirklich keine Zeit. Das ist schade. Tja, wir bekommen das auch ohne dich hin. Gehen wir, Jungs. Im Ernst? Heinrich, wie kannst du dir das entgehen lassen? Was? Ein Haus mit Scheiße beschmieren? Also da habe ich echt Besseres zu tun. Ja, du hast gelernt, abendländliches... Was? Papst Benedikt der Achte? Okay. So, okay. Können wir da reden? Mann, also reife Leute gibt's, ne? Kann man das klettern? Nein. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Darf ich das? Ich glaube nicht, dass ich das darf. Huch, hier steht auch öffnen. Aber ich mach's einfach. Stehlen? Nein, danke. Das machen wir mal lieber nicht. Sonst gibt's Ärger. Und das muss ja auch nicht sein, ne? Ja, gut. Einfach mal alle Türen hier aufgemacht, dass es mal schön durchzieht. Oh, lecker. Frischluft hier draußen. So. Oh. Heilige, hier ist ja doch noch ganz schön viel. Okay, können wir doch raus, oder was? Ich weiß es nicht. Ne, das ist bestimmt abgesperrt, ne? Boah, schön. Manchmal musst du rasch zu einem bestimmten Wegpunkt. Und wenn Heinrich bereits an diesem Ort war, ist es nicht notwendig, die Reise noch einmal anzutreten. Auf der Karte M siehst du alle Orte, an die du mittels Schnellreise gelangen kannst. Wähle einfach aus, wohin du reisen willst und bestätige. Okay. Oh, geil. Das sieht geil aus. Alter, das sieht voll geil aus. Das gefällt mir irgendwie. Was wir noch nicht entdeckt haben, ist auch von Wolken verdeckt. Das ist voll geil gemacht, ey. Skalitz. Okay. Wir können... Das sind jetzt Schnellreisepunkte, oder was? Begib dich zum Schwertkampftraining. Geh zu deinem Vater. Das sollten wir eigentlich erst machen, ne? Steht ja auch A, B, aber Schwertkampftraining, weiß ich jetzt nicht, was, warum... Ja. So. Schnellreiseort entdeckt, ja. Ach so, da ist auch nur wieder so ein Tor und das da? Das ist irgendwie, ja, weiß auch nicht. Vielleicht ein Gartenschuppen oder so, ansonsten ist das relativ witzlos, glaube ich. So. Mal gucken, ob hier hinten irgendwas ist. Da können wir auch nochmal rausgucken. Boah, Alter. Riesig, ne?
Ja, ich verbrauche gerade so ein bisschen meine Ausdauer. Da wird immer der Bildschirm so, weiß nicht. Komisch. Da wird der Bildschirm immer so komisch. Kann ich ja gerade mal demonstrieren, ne? Da wird es immer so dunkel. So. So. Und es lädt sich aber schnell wieder auf. Da kommen wir nicht rein. Gibt echt sehr viel zu gucken. Guck mal, Schafe. Nicht weggehen! Warum hauen die ab? Hilfe. So. Nice. So, alles klar. Ne? Ja, bla 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 bla. Jetzt wird es irgendwie ein bisschen langweilig, glaube ich, ne? Ja, okay, hier sind wir nun wieder beim Gasthof. Ja, ich sollte langsam mal in die Schmiede gehen. Ja, komm, machen wir gleich mal. Nachdem ich hier vielleicht noch so ein bisschen geguckt habe. Ja, es gibt sehr viel zu sehen, aber ich denke, da können wir uns sicherlich auch nachher noch umgucken. Kann ich da eine Abkürzung nehmen? So ein bisschen bestimmt, oder? Das ist, glaube ich, unser Haus. Aber wir müssen natürlich da hinten rum. Ist immer doppelt und dreifach abgeriegelt alles quasi, ne? Mit diesen Mauern. So. Da geht's auch noch lang, um Gottes Willen, ey. Ja, ich gehe erstmal in die Schmiede. Ich mach schon. Wir machen die erste Folge natürlich so ein bisschen länger. Ist natürlich ganz klar. So, hallo Vater. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Oh, Hilfe. Habe ich gerade heimlich Kaffee getrunken, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. So, überzeugen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen. Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deine Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Das ist auch heutzutage noch so. Ja, wir haben uns da nicht, glaube ich, nicht so weit weiterentwickelt. Also gut, okay, Hygiene ist was anderes. Das sollte man schon haben, ne? Aber wie man jetzt gekleidet ist, naja. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, die gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle. Aber auch andere Aspekte, wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Oh, Hilfe. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen. Du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln. Siehe Handeln und Feilschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fähigkeiten von Heinrich einbringen. Und zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Okay, nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht, einfach nur nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. So, da gibt es noch eine Seite. Ach du Heilige. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Einen zähen Raufbold schüchterst du nicht so leicht ein und ebenso schwer ist es, einen Adligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrich Fertigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte
der verschiedenen Fertigkeiten findest du unter den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fertigkeiten sehen. Die Fertigkeiten deines Gegenübers sind für dich nur sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder Menschen gut einschätzen kannst. Spezialisierung, Empathie. Aha. Dein Geld ist gleich der Betrag, den du zahlen musst. Okay. Okay, was? Lesen wir es weiter. Es geht nicht nur um Werte. Der Ausgang einer Situation wird auch von anderen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel deinem Ruf. Ob du blutest oder du schmutzig bist, bist du etwa der flinken Zunge eines Händlers beim Verhandeln nicht gewachsen? Könntest du ihn erst leicht vergiften, weil er dann einfacher zu überzeugen ist? Was? Okay. Ist das eine Redensart oder ich weiß nicht. Wenn ich jemanden vergifte, ist er klar leichter zu überzeugen. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weggelockt hast. Okay. Gesamtstufe Redekunst, Gesamtstufe Charisma, Gesamtstufe Stärke. Okay. Alles klar. Die Hürde eines Rufs bei deinem Gegenüber. Heinrich Wächter. Ach Gott. Das ist wirklich interessant. Also wir haben jetzt auf Deutsch gesagt mehr Charisma als... also gut, in dem Beispiel, da steht jetzt Wächter. Ich dachte jetzt als unser Vater, aber das ist ja nicht der, ist ja jetzt irgendein Wächter. Hätten wir jetzt mehr Charisma, aber ein bisschen weniger Stärke und Redekunst, keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ist ja sowieso nur ein Gespräch mit unserem Vater. Das sollte ja jetzt nicht schief gehen, theoretisch, ne? So. Ah, das sind jetzt die Zeichen. Ich musste etwas erledigen. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Ich lasse mir nichts befehlen. Nee, das machen wir nicht. Ja, machen wir das. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei, mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem... Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Okay. So. Das ist auch cool gemacht. Was? Aufgabe begonnen? Blablabla. Ja, sind unsere ganzen Quests. Kann ich das denn? Oh, Codex-Eintrag. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit Redekunst gewisse Freunde. Verdammt. Bei der N war es, glaube ich, jetzt, ne? Okay, allgemein Auto. Blablabla. Soll ich da jetzt irgendwo meine Quest? Questlog. Alles klar. Und dann war der Besuch. Schwertkampftraining, ja, weiß immer noch nicht genau, warum jetzt. Auf jeden Fall erstmal einen Sack Kohle kaufen? Nee. Eigentlich ja treibe Kusche Schulden ein, dann können wir das ja erst machen. 0 von 10. Okay. So. Ach so, Moment. Genau, jetzt sehe ich da oben im Dingens. Was ist also... Kusche Schulden sind C. Ich würde sagen, das machen wir erstmal. C ist da, in die Richtung. So. Also da hätten wir natürlich auch vorhin erstmal mit dem Vater reden können, aber ist ja nicht so schlimm.
Hier ist ja nicht so wild. Dadurch müssen wir uns halt jetzt nicht mehr so genau umgucken können. Hier. Oh, verdammt. Ich glaube, ich mache gerade mal eine ganz kurze Pause und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück. Tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Aufnahmebildschirm war gerade wieder stillgestanden. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob das da ist. Sollte eigentlich da sein, aber ja, wie gesagt, das hatte ich in anderen Let's Plays schon mal, dass irgendwie OBS sich mehr oder weniger aufgehangen hat, aber trotzdem aufgenommen hat. Ach, guck mal, das sind doch die drei, oder? Ich denke, das sollte eigentlich trotzdem da sein. Aber lieber mal zur Sicherheit, ne? So. Das sind die drei, ja. Oh, oh. Ich will aber nicht mitmachen. Das ganze Haus ist voller Scheiße. Na, lecker. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Jedenfalls, saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. Ja, saubere Arbeit kann man jetzt so und so sehen. Okay. Ist es das oder was? Nee. Ich weiß nicht, ob er das jetzt auch sehen kann. Ich schätze mal. Da ist jemand, da können wir aber... Ach doch, ach, das ist Kunesch, ah. Gott sei mit dir, Kunesch. Huch, Was willst denn du? Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Ich versuch's mal hiermit, ja. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer. Und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Oh nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, Kampf, ja. Das Fenster habe ich schon gesehen, aber habe mir noch überhaupt nichts durchgelesen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ich dachte, das dauert ein bisschen, bis es dazu kommt, aber naja. So, Schlag, linke Maus ist der Schlag, Waffe, stärkerer, langsamer Angriff mit einer Waffe, Haken, stärkerer, langsamer, okay. Rechte Taste ist Stich, schnellerer, schwächender Angriff mit einer Waffe, Schlag, Faust, bla bla bla. F, Tritt, okay, Tab, Ziel fokussieren, zum nächsten Gegner wechseln, okay, Zielfokus beenden ist Umschalt, Q, blocken. Oh Gott, nicht, dass ich dann gleich verhaftet werde oder so. Gegner, dieser Indikator zeigt an, wie viel Gesundheit dein Gegner noch ungefähr übrig hat. Je schwächer, okay, warte. Je schwächer, desto langsamer greift er an und reagiert. Naht sein Ende, versucht er möglicherweise zu fliehen oder ergibt sich. Okay. Deine Verletzungen, okay, das ist also Spezialanzeige, Gesundheit, das ist natürlich klar, Ausdauer, wissen wir auch schon. Warte, was steht da? Tritt der Angriff eines Gegners deine Rüstung oder blockst du... Moment, trifft der Angriff eines Gegners deine Rüstung oder blockst du ihn, kostet dies Ausdauer. Ist diese vollständig verbraucht, kannst du dich nicht mehr verteidigen und wirst verwundet. Deine Angriffe verbrauchen ebenfalls deine Ausdauer, insbesondere die mit einer schweren Waffe. Gesundheit schützt dich. Schützt du dich schlecht und ist deine Rüstung unzureichend, werden dich Treffer verwunden. Schwere Wunden führen zu tödlichen Blutungen, wenn du nichts unternimmst. Je schwächer deine Gesundheit, desto niedriger ist deine maximale Ausdauer. Okay. So, das mit diesem komischen Anzeige. Angriffsrichtung. Aha, Mausrad. Okay. Nee. Ach, das.
Also mit Maus nach oben, nicht Mausrad wahrscheinlich, ne? Du kannst nicht aus einer ausgegrauten Richtung angreifen. Okay. Das ist interessant. Okay, also auf jeden Fall F ist Tritt. Sonst nur Schlag und Q auf jeden Fall blocken. Okay, ich versuch's mal. Scheiße. Nein, nein. Oh. Nein, oh, ich wollte doch blocken. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was? Nein! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua! Nein, 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 nein. Huch, oh. Hallo? Aua! Nein, da ist meine Ausdauer weg. So, ich warte mal, bis er angreift wieder. Ich hab dich in Stücke, du Ratte. Ja, das wollen wir noch sehen. Ne, ist alles ausgegraut jetzt. Ja, klar, und die Fähigkeiten des Spielers werden. Ja, das ist doch jetzt ein schlechter Zeitpunkt, ne? Moment. Alter. Das ist auch sehr, sehr langsam gemacht, Dirk. Ich doch. Und jetzt? Nein! Der hat aber auch noch volle Gesundheit, ey. Kann ich. Warte mal kurz. Inventar. Haben wir vielleicht eine Waffe? Nee. Oh, ganz toll. Vielleicht hätte ich erstmal das Schwertkampftraining machen sollen. Oh, verdammt! Nein! Aua! Okay, kostet uns aber auch keine Gesundheit. Alter, aua. Das will ich auch machen mit dem. Faustkampf. Ah, guck mal, da habe ich es auch gemacht. So, kurz. Ausdauer aufladen. Ausweichen und... Aua. Alter, aua. Alter. Jetzt hat er mich. Ah. Oh nein. Geh zu deiner Mutter, sie wird dich verarzten. Schied dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Versuch die Angst, Hammer, bla bla bla, auf andere Weise zu bekommen. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich muss erstmal das Schwertkampftraining machen. Ich versuche jetzt mal was zu essen. Vielleicht hilft das, ja? Hilft das? Schränkung. Kannst du nicht laufen mit einem gebrochenen Arm? Du kannst deine Gesundheit stets in der Rotleise oder die Menge an Gesundheit. Heinrich, halt. Essen und Schlaf selbst. In akuten Fällen kannst du Heiltränke benutzen. Okay. Ich versuche nochmal. Vielleicht ein Brot. Ja. So, mal gucken. Hilft das? Alter, das ist ja ein Arschloch, ne? So. Moment. Karte, nein, Questlog. Wir haben... Ich mach das jetzt mal gerade. Schwertkampftraining ist B. Halt. Oh, wir sind auch gut verletzt. B ist da drüben. Huch, hier, oder was? Ja, hier. Kampfmeister Vanjek. So. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt.
gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Natürlich. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferch. Ja, lass direkt losmachen, oder nicht? Ich will den Typen fertig machen. Ja, gut. Wir laufen einfach mal hinterher. Boah, man sieht auch so ein bisschen Blutspuren auf dem Bildschirm, ne? Vielleicht nochmal... Nee. So, nochmal. Ich esse mal zwei Äpfel. Sehe ich denn hier meine Gesundheit noch? Da hat sich gerade irgendwas getan. Warte mal, wenn ich noch einen esse? Okay. Hä? Heilung. Ah! Noch einen esse? Hier? Vielleicht? Nee. Okay, jetzt ist also die Heilung auf Stufe 3 oder was? Ist es direkt wieder weg? Ja. Boah, dann müssen wir ganz schön viel essen anscheinend, ne? Aber es geht ein bisschen hoch wieder. Die Flecken gehen langsam zurück auf den Bildschirm. Das ist ja richtig kacke, ey. Guck mal, Käse. Mmh. Linsensuppe vielleicht auch noch. Oh, was ist das? Ja gut. Du hast zu viel gegessen. Du wirst zwar eine Zeit lang keinen Hunger bekommen, bist dafür daher schwerfällig und behäbig, bis du alles verdaut hast. Scheiße. Ja, scheiße ist auch das richtige Stichwort, ne? Verdammt, da muss man ja echt ganz schön aufpassen. Ist nicht so wie in Minecraft, einfach mal 20 Schleim Brote reinfressen und dann ist das gut, ne? Oder in Fallout eigentlich auch so, glaube ich. Aber ich glaube, mit Fallout, das ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, das man mit Fallout vergleichen sollte, glaube ich. Überhaupt nicht. Oder? Ja, vielleicht so ein bisschen, aber nur so ein ganz kleines bisschen. So. Na, kann's losgehen? Natürlich. Japp. Japp. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Ja, noch gar nichts. Kannst ja lange warten. Oh, meine Gesundheit fühlt sich auf. Nice. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Okay. Kampf für Gegner fixieren. Du kannst deinen Gegner in A und E umkreisen. Du kannst die Fixierung jederzeit... Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Gut. Okay. Nee. Nee, ich will doch von links angreifen. Ja, jetzt wollte ich von rechts angreifen. Oh, Heinrich. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Schlecht. Okay. Sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Oh oh. Wenn du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Boah, einmal diese Texte hier. Du kannst Angriffe in einem Kombo auseinander, starte einen neuen Angriff, sobald der Fall endet. Du kannst... versuche sofort zu drücken, nachdem dein Schwert den Gegner getroffen hat. Das Zeitfenster liegt zwischen dem Angriff auf den Gegner und dem Ende des Schwungs. Okay. Okay, da haben wir einmal getroffen anscheinend. Jetzt meine Ausdauer halt gleich weg, ne? Das ist ja blöd. Da müssen wir kurz rückziehen. Zurückziehen, meine ich. So. So, das war auf jeden Fall eine gute Kombo. Nur, dass wir überhaupt nicht getroffen haben, aber er ist natürlich auch ein Meister hier, ne? Das ist natürlich klar. Und wir sind natürlich nur ein Anfänger. Wir sind auch kackenlahm, ne? Ganz ehrlich, bis der mal mit dem Schwert ausgeholt hat, kann ich alle drei Herr der Ringe gucken. Alle. So. Okay. Ich glaube, das sind mehr, aber... Arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Aber ich bräuchte auch ein Schwert. Aber das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung.
Glaube mir. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ein Schwert bringt auch was. Darf ich vielleicht ein Schwert haben? Darf ich deins vielleicht haben, so? Ich muss den Typen da hinten mal von meiner Meinung überzeugen. Verdammt. Okay. Naja, wir sind auf jeden Fall wieder geheilt. Aber wir haben dem überhaupt keinen Schaden gemacht. Wir bräuchten erstmal eine Waffe, weil er hat, glaube ich, keine Waffe. Solange wir keine Waffe haben... Ist blöd. Warte mal. Haben wir jetzt vielleicht was Neues? Wir müssen den ja eigentlich besiegen. Oder wir brechen in sein Haus ein. Hier unerwartet endlich war das Wetter frühlingshaft geworden. Ich schlief dennoch lang, da ich bis in die Nacht hinein gefeiert hatte. Es fiel mir recht schwer, am Morgen aus dem Bett zu kriechen. Ja. Warte, ist das das Haus von dem? Nee, das war's nicht, oder? Wo waren das jetzt? Aber da hinten, das. Das ist der Typ, oder? Das ist er. So, das wird dann wohl sein Haus sein. Dann gehen wir doch mal hier rein. Geh auf, blöde Tür. So, ich mach mal zu. So, alles klar. Können wir hier vielleicht so ein bisschen... Ja, da mögen es nicht, wenn du... Och, ja, dass du das nicht magst, ist mir auch kackenegal, ey. Zuerst, ja. So. Ja, der hat ja aufgeräumt hier. Was ist das für ein Saustall hier? Apropos Saustall, ne? Schläft er da drin? Ich weiß es nicht. So, ich hoffe mal, hier ist auch sonst niemand. Eine verschlossene Truhe. Oh. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Ah. Fritz könnte einen haben. Fritz. Okay, wird das jetzt angezeigt? Ist das diese Eins jetzt da? Ob sie mal versucht, die Axt, den haben wir nicht. Okay, ja, dann gehe ich doch mal. Achso, nee, das geht aber ja nicht nach dem Kompass. Scheiße, wo ist denn Fritz? Wer war denn mal Fritz? War das nicht einer von meinen Freunden? War mir nicht so. Okay, alles klar. Gucken wir mal, ob wir die noch finden. Stehen die noch da hinten? Ich weiß es jetzt gar nicht. Sind die nicht weggegangen? Nee, die sind noch da. So, da, Fritz. So, cool. Es gibt da eine verschlossene Truhe, die ich öffnen muss. Im Ernst? Ist dir ehrliches Handwerk nicht mehr gut genug? Nein, nichts dergleichen. Es ist so, jemand hat etwas, das ihm nicht gehört. Und ich möchte es wieder haben. Wenn du das sagst, geht mich sowieso nichts an. Hier, du kannst ein paar Dietriche haben. Aber falls du erwischt wirst, die hast du nicht von mir. Nie von dir gehört. Danke, Kumpel. Nice, 4 Dietriche haben wir jetzt. Denn ich hoffe mal, dass ich das schaffe. Nicht, dass ich jetzt alle kaputt mache einfach. Na du, ich brech mal in deine Hütte ein, ne? Ist ja nicht so. Jetzt habe ich schon wieder auf die linke Maustaste gedrückt. Wollte schon wieder die Tür hauen, hat aber nicht gemacht. Bist in einem privaten Bereich, ja. Ich schließe hier auch noch. Bin ein bisschen paranoid. So. Okay. Muss ich, warte mal, also anhalten ist Escape, Hilfe, T, Zeiger, ja, ja, Schloss drehen. Ich weiß nicht, Schloss drehen, D. Was? Ich drücke mal auf T. So, zum Schlösserknacken brauchst du einen Dietrich. Und solltest auch Ersatz haben, da Dietriche sich abnutzen und sogar zerbrechen können. Den Vorhang des Knackens beginnst du, indem du E bei anvisiertem Schloss gedrückt hältst. Ein Diagramm des Schließmechanismus erscheint und du musst den Dietrich an der richtigen Stelle einsetzen. Ob du dich dem Idealpunkt näherst, verrät dir die Größe des Zeigers. Dieser färbt sich golden, wenn du den Idealpunkt gefunden hast. So, dann musst du den Dietrich benutzen, D, um den ganzen Schließmechanismus zu drehen. Zeitgleich musst du die Bewegung des Dietrichs mit der Drehung des Mechanismus koordinieren, da die Drehung dir die Position des Idealpunkts ändert. Versuchst du, den Mechanismus zu drehen, ohne dass sich der Dietrich an der richtigen Stelle befindet, blockiert der Mechanismus und der Dietrich wird beschädigt oder zerbricht sogar. Schaden am Dietrich verursacht ein Geräusch, das für unerwünschte Aufmerksamkeit sorgen kann. Ihn zu zerbrechen ist sogar noch laut. Oh. Bis.
Ja, sollte hier aber nicht so sein, glaube ich, ne? Ah. Boah, nein, das ist schwierig. Nein! War ich zu schnell. Nein! Dang it! Ach! Fuck me! Ist das schwierig, ey. Nein! Nein! Das ist doch nicht dein Ernst! Nein! Können wir noch mehr Dietriche holen? Verdammt, Alter, ich bin voll der Kacknob. Ich brauche noch mehr Dietriche. Ich sollte mal den Dietrich fragen. Oh, okay. Verdammt! Hast du noch ein paar Dietriche, bitte? Bitte. Wie lief's beim Deutschen? Das ganze Haus ist ja, das weiß ich doch. Scheiße. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheiß. Lass ihn doch. Ein wahres Wort. Oh. Oh ja, gut, so geht's natürlich auch. So, dem Deutschen haben wir es gezeigt. Jetzt ist der Nächste dran. Noch eine Abreibung? Ha, bin dabei. Kuhne schuldet meinem Vater Geld, aber er will nicht zahlen. Also muss ich es aus ihm rausschütteln. Erinnerst du dich, als du keine Zeit hattest, uns mit dem Deutschen zu helfen? Tja, jetzt haben wir auch keine Zeit. Das ist allerdings, ja. Weil ich vielleicht Häuser mit Scheiße beschmieren nicht so geil finde. Komm schon, Jungs. Ein Mann sollte seine Schulden zahlen und alleine schaffe ich ihn nicht. Also gut, dieses eine Mal verzeih ich dir noch. Legen wir gleich los? Na dann los! Pass etwas besser auf. So. Kuhne, ist das dein Ernst? Schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Hallo? Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Oh. Du jetzt weinen? Dafür bezahlst du mit dem Leben. Ah, jetzt machen wir einen Schaden. Lol. Hä? Vorhin hat das überhaupt nicht geklappt, ey. Genug, genug. Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Okay. Wie viel haben wir jetzt? Tja, man sollte vielleicht die Leute auch nicht so anmachen, ne? Vielleicht normal reden können, so wie wir das eigentlich auch gemacht hatten. Und dann greifen wir uns einfach an. Warte mal. Inventar. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Kohle wir haben. Ich würde sagen, also Kohle haben wir noch gar kein, wie viel Geld wir haben. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Kohlehändler und gucken mal, wie viel wir kaufen können. So, Hallöchen. Das Spiel scheint echt noch so ein bisschen unperformant zu sein. Es hat gerade echt noch ziemlich lange geladen. Aber das wird schon noch. Da kommen wahrscheinlich auch noch Updates dann. Ich weiß nicht. Schönen Tag. Das lädt auch immer so ein bisschen komischerweise. Ich verstehe auch nicht, warum das jetzt so lange geladen hat. Vielleicht ist das irgendwie ein Bug gewesen oder so. Weil eigentlich waren wir ja noch an derselben Stelle. So, wir haben 0. Oh. Ach, sollen wir jetzt vielleicht was verkaufen? So. Verstehe. Warte mal. Nee, doch, hier. ach so, ja, das müssen wir natürlich auch noch machen. Finde etwas bei Kunisch, das sich verkaufen lässt. Hä, ach so, haben wir noch nicht? Ach so, das müssen wir jetzt doch erst noch machen. Alles klar. Kann ich jetzt auf Deutsch gesagt einfach in die Truhe rein, oder was? Ah, alles klar. Kunischs Hammer. Und Kunischs Nägel. So.
Essen wir mal ein bisschen. Wir haben uns ja erst überfressen, ne? Ach so, setzen. Nein, das möchte ich natürlich nicht. So, na dann verkaufen wir das mal, denke ich, ne? Ja, das haben wir ja jetzt. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach bei dem. Ich weiß nicht, ob der uns jetzt einen guten Preis macht oder nicht. Mal gucken. Wir haben jetzt... Ach so. Ach hier, sonstiges. Okay. Kunisches Hammer. Das gibt aber nicht so viel, ne? Du hältst 2,5, ja. Kaufen. Kostet aber auch nicht so viel. Und das sind, wie viel? 50 oder was? 10 Stück brauchen wir? Das kostet 0,5, aber pro Ding wahrscheinlich. Also dann sind es jetzt 5, was kostet. Also brauche ich, ja. Brauche ich das noch? Oh, warte mal hier. Käse könnte ich für 3 verkaufen. Oh, ja. Dass Käse so teuer ist, ist natürlich ganz gut. Okay. Und dann muss ich das jetzt bestätigen oder was? In den Warenkorb. Warenkorb prüfen. Ja. Handel abschließen. Nice. Wir haben die Kohle. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch Parierstange, Kauf Bier. Ach, da müssen wir auch kaufen. Ja gut, können wir vielleicht noch was verkaufen dann. Geht zu deiner Mutter, sie will dich verarzen. Das machen wir später, wenn wir in die Schmiede gehen. Machen wir das kurz davor, würde ich sagen. Ja, das haben wir aber doch jetzt. Oder? Ja, wahrscheinlich gibt es noch was Besseres, oder? Warte mal. Ich guck mal, ob der vielleicht noch was Wertvolleres hat. Holz vielleicht? Ich meine, ja. Ja. Aber eigentlich, das... Ne, können wir nichts machen. Ich glaube, hier ist einfach nichts. Der hat einfach nichts, ne? Oder geht's da irgendwo hoch vielleicht? Sag mal. Der hat gar nichts. Huch. Huch. Oh, ach so, nee. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, ne? Nee. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ist da vielleicht noch mehr drin? Nee. Nee, da ist sonst nichts drin. Und sonst ist hier auch nichts. Das ist wirklich alles. Draußen denke ich auch nicht, dass irgendwas ist. Okay. Also, was machen wir dann jetzt als nächstes? Wir müssten theoretisch auch mal eine Aufnahmepause, eine Folgenpause machen, ne? Aber wir können noch so ein bisschen machen. Ist ja die erste Folge, da können wir natürlich ein bisschen länger machen. Geh zu deiner Mutter, sie wird dich verarzen. Ja. Wir könnten jetzt erstmal Bier im Wirtshaus holen. Ist das zufällig das? Weiß ich nicht. Wir sollen das ja bei Bianca kaufen, ne? Die würde dann ja aber nicht Händlerin heißen, denke ich. Das sieht aus wie ein Wirtshaus, oder? Ach nee, da hinten ist doch... Da hinten ist doch das Wirtshaus. Das muss es sein, ne? Ja, guck mal, das Bild hier, das ist eindeutig. So, boah, geil. Guck mal, das sieht voll realistisch aus, ne? Nice, das gefällt mir. Ich bring's sofort. Ach, das ist Bianca. Okay. Grüß dich, Heinrich. Hallo. Ach, wir können schon reden. Okay, alles klar. So. Ja, dass es immer so lange lädt, ist ein bisschen komisch. Huch. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Du Bier. Ja, gut, wenn wir jetzt du sagen, ist wahrscheinlich eine Lüge, ne? Aber, ach krumm. Deine Schönheit natürlich. Bisschen oh, schleimen. Herr,
Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier. Der Deutsche redet Bockmist. Nee. Ja. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Ich hoffe, das bleibt auch kalt, obwohl wir das jetzt ja nicht dann... Das müssten wir eigentlich als letztes holen, ne? Der Logik halber. Dass es kalt bleibt, weil es soll ja kalt bleiben. Aber ich hoffe mal nicht, dass das Spiel so realistisch ist. Das wäre krass. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Vanyash? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests, wenn du schläfst oder wenn du das Spiel verlässt. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps zu dir nehmen. Okay, das ist jedoch ein stark alkoholisches Getränk. Du kannst maximal... Bla, okay. Okay, das ist ja seltsam. So können wir also... So können wir doch auch speichern. Oh. Stand da jetzt, ich habe Retterschnaps zu mir genommen. Ich hab's mal nur, wenn er nicht nötige Zutaten und einen. Ich muss. Na toll, jetzt hab. Ja, ganz toll. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht hier gleich. Dings. Angor entfaltet seine Wirkung allmählich und beschert dir einen Boni auf Redekunst, Vitalität und Charisma und Stärke. Wenn du es jedoch übertreibst, können die Folgeerscheinungen äußerst unangenehm sein, glaube ich. Oh. Ja. Ja, schon weg. So. So. Dann müssten wir jetzt eigentlich... Hat er nicht gesagt, in der Burg ist das, wo wir da hin müssen? Ja, genau. In der Burg. Und dann machen wir erstmal, ne? So. Burg. Wir gehen mal Richtung Burg. Da werden wir wahrscheinlich jetzt durchkommen. Ich habe ja schon erzählt, wo ich das angetestet hatte, kam ich da nicht durch. Aber jetzt wird das wahrscheinlich kein Problem sein, schätze ich mal. So, davor würde ich eigentlich sagen, machen wir mal ein kurzes Päuschen. Stellen wir uns gleich dahin und, ja. So, weil jetzt ist es natürlich doch schon ein bisschen lange. Ich will auch nicht ewig machen, die erste Folge. So, also Freunde, dann sage ich hier mal, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir holen in der nächsten Folge mal das Ding ab und gehen zu unserem Vater und dann, ja, und zu unserer Mutter. Zum Verarzten, ne? Ist das ein Vogelhaus? Das sieht ja cool aus. Das ist ja geil. So, ja, auf jeden Fall, ich sage hiermit... Boah, geil. Nice. Das sieht geil aus. Ja, Freunde, ich sage hiermit, bis zum nächsten Mal. Euer Kamuno.